das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Freitag-Nacht-Ausgabe, wie immer eine freie Themennacht. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht heißt Marc und Marc ist 41. Hallo Marc. Hallo Domian. Hallo, Marc. Domian. Ja. Schön, dass du da bist. Und um was geht's, Marc? Ja, ich wollte ein bisschen mit dir reden. Also ich bin im Rotlichtbereich tätig, viele, viele Jahre und die letzten Jahre in einem Laufhaus. Was machst du da in dem Laufhaus? Ich bin da Hauswirtschafter. Du bist Hauswirtschafter? Ja, das schimpft sich so. Und zwar ist es, ja, man muss die Mädchen bis Mittag, bis nachts abkassieren mit den Mieten. Ja. Dann ist man halt ein Mann für alles da. Man macht die Wäsche, man macht die vom Bademäntel, die Handtücher, so was die Mädchen halt für Wünsche haben, da geht man halt drauf ein, ja, dass sie sich wohlfühlen. Du sagst gerade die Miete abkassieren, was heißt das genau? Miete abkassieren heißt, die Frauen zahlen, ich sag mal, Miete zwischen, ich sag jetzt mal, eine Nummer von zwischen 80 und 140 Euro für 24 Stunden und die müssen dann bis nachts bezahlt werden. Ja, wann zahlen die Frauen die? Am frühen Morgen oder wann? Nee, eigentlich, wenn sie dann die ersten Gäste gehabt haben, bis, ich sag mal, bis 10 Uhr abends, 11 Uhr abends, dann fangen sie an zu zahlen. Mhm. Und wie lange bist du dann im Dienst? Meist 12 Stunden immer. Von wann bis wann? Das ist unterschiedlich, entweder von 14 Uhr bis 22 Uhr oder von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens. Das ist ja kurios, das habe ich so noch nie gehört. Dass, also ich habe schon mal gehört, dass jemand sich um alles so kümmert in einem solchen Haus, aber dass ein Mann das macht, habe ich noch nie gehört. Bist du da ein Sonderfall, soweit du das beurteilen kannst? Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben also bei uns, ich sag mal, noch 6 Hauswirtschafter, Männer. Mhm. Und ich sage einfach nur 4 Frauen, die in der Tagschicht mitbrennen sind. Ja. Also du musst die Bettwäsche wechseln, du musst die Handtücher wechseln. Nein, das nicht. Das also, nicht. Nee, das machen also wirklich nur die Frauen. Also wir, ich sag mal, jetzt die Waschmaschine anschalten, ausschalten oder Bademäntel falten oder gegebenenfalls rausgeben halt. Ach so, das heißt in die Zimmer und da ein bisschen sauber machen und herrichten, das machst du nicht? Das mache ich nicht, nein, auf keinen Fall, nein. Ja. Also die Security geht dann mit, also dass wir noch Security machen, wenn Protest ist, wenn Feier auf dem Zimmer halt handgreiflich werden oder wie auch immer. Ja. Dass man die da beruhigt und auch rausbegleitet. Wie kommt man an einen solchen Job? Wie kommt man an so einen Job? Also ich bin, ich sag mal, irgendwann mal klein angefangen in einer Piepshow, dass ich da, weiß ich nicht, einmal sauber gemacht habe und dann hat man zu mir gesagt, hör mal, wollte ich den Laden übernehmen und dann ist man halt in das Geschäft reingewachsen, bis halt das Laufhaus gebaut worden ist, wo man dann sagte, möchtest du hier arbeiten? Mhm. Ja. Und so hat es sich dann ergeben? Das hat sich dann auch so ergeben, ja, richtig. Bist du in einer Beziehung? Nein, ich bin nicht in einer Beziehung. Achso, ich wollte mich gerade fragen, was deine Frau dazu sagt, zu diesem ungewöhnlichen Arbeitsplatz. Ja, nee, also ich bin in keiner Beziehung. Du bist Single? Ich bin verwitwet. Verwitwet? Ja. Aha. Das heißt, da ist eine traurige Geschichte im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, klar. Seit wann bist du verwitwet? Seit 2005. Mhm. Hast du Kinder? Ich habe 2 Kinder, ja. Ach, du hast Kinder sogar? Ja. Und wer kümmert sich um die Kinder? Die sind halt, wenn ich jetzt nachts am Arbeiten bin, bei Oma, Opa. Oder am Tage halt sind sie halt in der Schule oder kommen damit aus der Schule raus. Aber wie gesagt, meistens ist es ja, dass ich nachts da bin. Das heißt aber, an sich kümmerst du dich um die Kinder und du trägst auch die Verantwortung für die Kinder. Praktikum, ja, natürlich. Das ist klar, das Sorgerecht habe ich ja, weil ich alleine bin. Ja, und, ja. Wie alt sind die Kinder? Die werden jetzt 14. Ist das nicht schwierig auch, dann so 14-jährigen Kindern, sind das Jungs oder Mädels? Das sind Junge und Mädchen. Junge Mädchen. Ja. Denen das so zu erklären, wo du arbeitest, wie machst du das? Tja, wie mache ich das?
Also ich habe damals auch mal einen richtigen Glück gehabt, wo ich dann halt in die Erwerbsunfähigkeitsrente gegangen bin und danach halt mit dem Minijob angefangen, wo ich dann gesagt habe, ich mache Security in einem Casino. Mhm. Und wo die auch, für die das okay ist, auch nicht nachgefragt haben, wo oder wie und dass sie mich besuchen wollen. Ach so, und das ist nach wie vor so, dass du sagst, ich mache da Sicherheitsdienst in einem Casino. Genau, richtig. Genau, richtig. Wobei mit 14 kannst du es doch auch schon, finde ich, bald erklären, ne? Was du da... Ja, natürlich. Klar, es ist ja nichts Schlimmes, was du da machst. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich passe, das ist ja ganz, also sehr gut, dass es so einen Job gibt, dass auf die Frauen aufgepasst wird und genau, dass genau. Einer da ist. Ne? Ja. Nein, also klar, also für mich ist auch klar, jetzt am nächstes Jahr werde ich da ja, diese Notlüge rausnehmen. Ja, finde ich in der Tat auch, weil wenn es doch mal dann irgendwie durchsickern sollte und die das von jemand anderem erfahren, dass du in einem Laufhaus arbeitest, auch in diesem Bereich, ist es ja auch nicht so schön für dich, wenn sie es dann auf die Art und Weise erfahren würden. Wie gesagt, also mit diesem Erfahren ist so eine Sache. Ne? Ich sag mal, man trifft auch viele Bekannte da, die dann sagen, sag mal, das ist natürlich eine lustige Geschichte, die kommen an und sagen, mein Gott, was machst du denn hier? Ne? Dann sag ich natürlich, du, ich arbeite hier, was machst du denn hier? Und dann kommen die in Stottern, ich guck mir das mal an, ist ja neu hier. Ne? Also, ich guck mir das mal an, guter Satz. Die Leute werden mich natürlich da nicht anscheißen. Passiert das oft, dass du Bekannte siehst? Oder vielleicht? Ja, mehrmals täglich, ja. Mehrmals? Mehrmals täglich, ja. Das ist ja ein Ding. Auch schon Verwandte? Verwandte nicht, aber Nachbarn und Weiden, also Nachbarschaft, die ein bisschen weiter weg ist, ja. Das ist ja schon heikel, ne? Wenn du die Verwandten da siehst, oder die Nachbarn, meinte ich jetzt, die Nachbarn da siehst. Ja, aber da weiß ich ja, dass die nichts sagen werden, weil die wollen ja, was sollen die sagen? Ich habe den Marc gesehen, wie er am Arbeiten ist, dann sagt die Frau, was hast du denn da gemacht? Ja, das stimmt, das ist eigentlich wasserdicht, da hast du recht, ja. Ja, ich meine, du bist ein Kerl, 41 Jahre alt, bist da konfrontiert, wahrscheinlich mit sehr, sehr hübschen jungen Frauen. Kommst du da vielleicht doch manchmal auch in Versuchung? In Versuchung nicht, aber teilweise doch in Schwärmen, wo ich dann sage, oh mein Gott, sehr nette Frau, warum macht die das? Also die Frage stelle ich mir teilweise immer noch. Es ist noch nie was mit einer Prostituierten passiert zwischen dir und ihr? Einmal hat es einen Klick gemacht oder wo ich sagte, okay, wo auch ein bisschen mehr rausgeworden ist, aber letztendlich haben es beide abgewegt. Also der Respekt gegenüber den Frauen mir ist dann sehr schnell verloren. Ne? Mhm. In der Tat könnte das ja auch so sein, dass du manchmal so ein Gefühl hast, die Mädels müssten ja hier vielleicht gar nicht arbeiten und dass man dann auch auf menschlicher Ebene sich näher kommt. Das muss ja gar nichts Sexuelles oder Erotisches sein. Genau, so war es auch. Also das Mädchen, was da gearbeitet hat, das war so, klar, man kam so im Gespräch, ne? Warum machst du das, warum tust du das? Mhm. Und letztendlich macht das ja keiner, ich sag jetzt mal, weil sie Nymphomanen sind, die machen alles, ist eine Geschichte dran, jede Frau hat eine Geschichte, die arbeitet, warum sie es tut. Ja, ja, klar. Ja. Und da ziehe ich auch meinen Hut vor. Ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Laufhaus, wie viele Frauen arbeiten da? Ja, bis zu 44. Bis zu 44, das ist natürlich schon groß, ne? Ja, sehr groß. Ja, ja sehr groß. Da passieren auch kuriose Dinge, so in der Nacht oder während deines Dienstes. Was ist so was dir besonders in Erinnerung geblieben ist bisher? Ja, also kurios finde ich, dass wenn man die Tagschichten hat, dass die Freier, die Männer auf einen zukommen, sagen, da kann ich mal schnell mein Handy nehmen, meine Frau sagen, ich stehe hier noch beim Mediamarkt an der Kasse oder so. Mhm. Wo ich dann natürlich selbst in Schmunzel komme und dann natürlich das Gespräch nicht mit der Frau fortführe. Du machst das denn nicht? Nein, ich mache das nicht. Ja. So, geh weiter oder was. Ne? Also, passieren da auch schon mal schlimme Sachen? Schlimme Sachen, ich sag mal, schon mal, dass Freier gegenüber den Frauen handgreiflich werden. Mhm. Aber da gibt es dann Security, ne, die eingreift. Die bin ich ja dann. Ach, du bist die Security dann auch? Der Hauswirtschafter hat das komplette Paket. Ah, ich verstehe. Ich dachte, die gäbe es zusätzlich noch, die Sicherheits... Nein, also wir sind dann zu zweit oder so und dann übernehmen wir den Part halt auch mit. Ja. Ich habe 15 Jahre Kampfsport gemacht, Wing Chun, GT und das passt ganz gut auch. Kommt das vor, dass du denn wirklich dein Können einsetzen musst, dass schon mal Freier so hart drauf sind, so aggressiv, dass du auch zupacken musst? Meist bin ich bestimmt und sag mal da dominant halt, wo die dann schon Diener machen und sagen, okay, aber wenn die schon gegenüber der Frau handgreiflich geworden ist, muss ich die dann halt so lange
mal in meiner Obhut nehmen, bis die Polizei kommt. Mhm. Die wird dann auch schnell gerufen. Mhm. Ist das ein Job so rundherum, wovon du sagen würdest, ich mache den gerne, macht mir Spaß? Ich mache den sehr gerne, er macht mir Spaß, er ist vielseitig und man ist guter Menschen und ja ich sag mal. Wie ist es mit der Bezahlung? Man kommt über die Runden. Man kommt über die Runden. Also könnte ein Tick mehr sein, höre ich damals. Könnte ein Tick mehr sein, aber wie gesagt, kommt immer drauf an, die Frauen lassen auch Trinkgelder da, was schon so okay ist. Mhm. So in deinem persönlichen Umfeld, weiß das sonst jemand, dass du da arbeitest? Ja, die Familie weiß das. Die Familie weiß Bescheid? Ja, bis auf die Kinder, ja. Ja, mit den Kindern, das kannst du bald nachholen, denke ich. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ja ein absolut nichts Unehrenwertes, was du da machst. Nein, gar nicht. Also wie gesagt, ich lasse jetzt den Geburtstag kommen und dann werde ich es auch einweisen und dann soll die kleine Notlüge mir verziehen sein. Ja, bist du jetzt aber nicht mehr im Dienst? Nein, ich habe heute frei, weil morgen eine große Familienfeier bei mir ist. Ah ja. Ja, Marc, fand ich sehr interessant, hatte ich so in der Art auch noch nicht gehört, dass es diese Berufsbeschreibung, diese Tätigkeitsbeschreibung so gibt, wie du es gerade erzählt hast. Fand ich interessant. Ja, schön. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für den Anruf. Ja, gerne. Mach's gut. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer und die hat auch die oder der Kim gewählt. 32, hallo. Hallo? Die Kim? Hallo? Hallo? Ja, eine Frau. Hallo, ja. Hallo Kim. Frau. Eine Hallo Frau. Domian. Um was also geht's bei dir? Also ich habe eine traurige Geschichte und habe eigentlich auch noch nie mit jemandem drüber geredet, weil es mir peinlich ist, zumal für meinen Ex-Freund und auch für mich. Mhm. Es geht darum, dass mein Freund, dass ich lange nicht gewusst habe, schon lange Zeit von mir mit Cybersex, also Cybersex konsumiert. Der Freund? Und also diese auf Sex-Kontaktseiten registriert zu sein mit Profilen, auch Accounts. Mhm. Und dann eben da Sex via Bildschirm zu Bildschirm praktiziert. Ja, also der hat dann vor seiner Kamera gesessen, vor seinem Laptop. Das weiß ich, ja, wie das, es ist schon mal auf jeden Fall, nützt du diese Cam-Geschichten, inwieweit er natürlich dann auch, dass es läuft als seine Befriedigung, die Sexualität, ja, bevor er mich kennengelernt hat, lange Zeit so praktiziert hat. Ja. Überhaupt ein Mensch ist, der viel vom Computer sitzt, auch mit Game. Lange Zeit, so, bevor er dich kennengelernt hat? Auch schon, ja, das wusste ich nicht. Das Ganze ist mir komisch vorgekommen, als ich ihn kennengelernt habe, dass es beim Sex Probleme gegeben hat bei ihm, mit der Standhaftigkeit, was für mich ganz etwas Neues war und ich nicht wusste, was da los ist, oder? Hat er denn diesen Computersex, Cybersex, so nennt man das ja, wenn man via Computer mit jemandem Sex hat, das auch noch betrieben, während er dann mit dir zusammen war? Ja, eben. Das hast du rausbekommen? Das habe ich rausbekommen. Wie hast du es rausbekommen? Das ist so, ich war mit ihm vor 2 Jahren mal knapp 8 Monate zusammen und da habe ich gar nichts davon gewusst. Ich habe nur gemerkt, dass dass es einfach irgendwo etwas nicht stimmt und habe das immer vermutet, dann hat es immer nur weggestritten. Mhm. Irgendein konnte nicht mehr, oder? Ich bin eine sehr attraktive Frau, dazu hin noch, beim Sex auch offen, habe auch gegen Pornofilme gar nichts, das gucke ich selber auch. Mhm. Also total offen und drum habe ich auch immer wieder nachgefragt, gibt es etwas, was du mir nicht sagen traust, du kannst mir alles sagen, hat er alles probiert. Er hat es einfach immer verneint. Mhm. Er hat einfach, ich so gesagt, er hat mit der Standhaftigkeit wahrscheinlich drum Probleme, weil er eben immer mit sich selbst eigentlich Sex hatte und das eben nicht so mehr. Aber wie bist du ihm dann auf die Schliche gekommen? Ich bin ihm auf die Schliche gekommen. Mhm. Und zwar über Mails. Ich bin dann einfach mal an seinen Computer und hat aber die E-Mails offen gehabt. Und dann waren da so dubiose Mails drin. Es läuft dann so bei diesen Sexkontaktseiten, dass die dann einfach, im Prinzip sind da viel Fakes drin, oder?
Da sind also attraktive Frauen drin, dann geht es dann darum, dass der Mann irgendwann auch ein Abonnement zahlt, oder? Und dafür zahlt, oder? Mhm. Wenn er wirklich mit der wirklich in Kontakt treten will via Bildschirm, sonst schauen die dazu. Also, du bist über diese Mail-Schnüffelei, muss man ja so sagen, weil du hast da ja eigentlich nichts zu suchen, bist du ihm auf die Schliche gekommen. Ja. Hast du denn dann auch rausbekommen, wie oft er dir quasi mit dem Computer durch den Computer fremdgegangen ist? Kann ich nicht sagen. Also während den 8 Monaten, die erste Zeit, wird das also immer der Fall gewesen sein. Insgesamt wart ihr wie lange zusammen? Das erste Mal 8 Monate. Dann habe ich mich von ihm getrennt. Ja. Und nachher 2,5 Monate. Also immer darum gekämpft, dass ich zurückkomme. Er hat eingesehen, was er für einen Fehler gemacht hat und mich dadurch verloren. Und er war das einfach gewohnt. Und also wie habe ich jetzt nicht verstanden? Also 8 Monate einmal und dann getrennt und dann zwei? Zwei Jahre waren wir dann getrennt. Ach, 2 Jahre wart ihr getrennt? Und ja, ich habe mich dann von ihm getrennt. Ja, und wie lange wart ihr insgesamt zusammen? Jetzt waren wir wieder, jetzt habe ich knapp nicht ganz ein Jahr wieder mit ihm versucht. So, warum dieses Hin und Her? Warum getrennt und jetzt wieder zusammen oder nicht wieder zusammen? Ja. Wo ich mich getrennt habe, war das für mich absolut einfach ein Hintergehen. Hm. Und er hat da echt nie dazu gestanden, da bin ich mir auch nicht drüber, hat immer alles weggelogen. Das war's. Ah, du bist ihm also durch diese Mails auf die Schliche gekommen, hast es vermutet, hast es aber nie beweisen können, dass er das wirklich gemacht hat. Nie. Und er hat es auch nie, er hat es auch nie gestanden. Nie gestanden. Ja. Also aufgrund einer Vermutung hast du dich dann getrennt. Ja, und auch beim Sex ist es ja auch das Problem gewesen. Die Standhaftigkeit hat ja nicht funktioniert. Nie. Und das ist ja die. Nie, frage ich. Die hat nie funktioniert. Nicht gut. Nie nicht gut. Also fast. Ja, verstehe. Mhm. So, jetzt seid ihr getrennt. Jetzt habe ich mich wieder vor 2 Wochen definitiv getrennt. Und es geht wegen der Standhaftigkeit, die nach wie vor nicht funktioniert? Weil er einfach dieses Webcam eigentlich nicht als Fremdgehen. Er sagt, das ist kein realer Sex. Mhm. Aber gibt es dir mittlerweile wenigstens zu? Ja, er sagt, es ist für ihn einfach ein Pornoersatz. Ja gut, aber das heißt ja, er gibt zu, dass er es macht. Er gibt zu, aber er sagt einfach, er schaut nur zu, aber auch erst in den letzten paar Tagen, bevor er mich getrennt hat, weil es spitze auf Schneide kam. Mhm, verstehe. Weil ich dann, ja. Mhm. Tja, was machen wir jetzt? Das heißt, da ist viel, du hast ein ungutes Gefühl, weil er das immer wieder gemacht hat, weil er vielleicht sogar eine Sucht hat zu diesem Cybersex. Ich denke, es ist eine Sucht, die er nicht zugibt, ja. Ganz genau. Und das heißt aber für dich jetzt auch definitiv, das war's jetzt. Das war's jetzt, ja. Weil es ist auch für die Frau, oder? Wenn wir miteinander Sex haben, dann funktioniert das nicht so toll. Er ist auch sehr passiv dann eher, oder? Weil er die andere Sexualität eben da viel mehr gewohnt ist und die Standhaftigkeit nicht, das sagt er dann, das frustriert ihn und dann sieht er einen Grund, das immer wieder zu machen. Und dann sagt er also zu mir, weißt du, das ist für mich ein Bornersatz. Dann sage ich, wieso bist du denn auf Sexkontaktzeiten mit Accounts und mit Profilen gemeldet. Mm. Das brauche ich ja nicht, wenn ich am Porno schaue. Für das brauche ich nicht eine Registration und ein Profil, wo ich alles angebe. Mm. Also das sind immer Widersprüche. Er gibt sich so, er rückt auf. Okay, also das heißt jetzt, letztendlich ist die Sache ja jetzt gegessen und es gibt ja nichts mehr zu regeln jetzt, oder zu beraten. Du wolltest es mir einfach mal so erzählen. Ja, ich wollte einfach erzählen, oder? Ja. Dass das eigentlich diese Thematik eigentlich, muss ich sagen, ich glaube, dass es mehr Frauen gibt, wo das der Fall ist. Und das wird eigentlich nie irgendwo, kommt es zum Thema. Ja, wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen. Schon? Ja, das auf jeden Fall. Und dass das natürlich eine Form der Sexualität ist, die auch immer mehr um sich greift, weil das sehr bequem ist. Aber die hinterm Rücken der Partnerin läuft. Natürlich, klar. Es gibt ja alles, das wissen wir ja leider Gottes. Ja. Kim, schlechte Erfahrung für dich. Sei gewarnt beim nächsten Mann. Auf jeden Fall. Also das würdest du sagen, Domen, das hat keinen Sinn mit so einem Mann, oder? Der wird dann immer anlügen und die Finger nie davon lassen. Ja, ich meine, du hast es jetzt genug ausprobiert. Und wenn das jetzt wieder so in die Hose gegangen ist und dann scheint ja wirklich auch mit euch es einfach nicht zu passen, dann ist es das nicht. Also... Ich meine, wenn du als Frau, egal wie offen du bist und du bist noch sehr attraktiv und alles, ist ja das echt schlimm, wenn das ist eine Sucht, meine Sache. Ja, das ist eine Sucht und das ist natürlich auch eine Form des Fremdgehens und natürlich für den Partner dann auch schmerzlich, ganz klar. Mhm.
Liebe Kim, tut mir leid, dass das so gelaufen ist bei euch. Ja. Hoffentlich ist der Nächste nicht cybersex-süchtig und konzentriert sich dann ganz auf dich. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao. Und hier ist die Angela. Angela ist 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen wünsche ich auch und ich bin froh, dass ich mal mit dir sprechen kann. Angela, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, also bei mir geht's darum, ich bin eine alleinstehende Mutter mit einem schwer autistischen Kind. Mein kleiner Sohn ist 11 Jahre alt und er geht in eine Förderschule. Ja. Und was heißt schwer autistisch? Vielleicht erklärst du es kurz. Also ein Autist kann jetzt keine sozialen Bindungen zu anderen Menschen aufbauen. Auch nicht zu dir, zur Mutter auch nicht. Also in vielen Fällen nicht. Also bei meinem Sohn ist es so, er lässt sich in den Arm nehmen, ich darf ihn auch mal küssen und drücken. Viele autistische Kinder wehren das aber ab, also die möchten das einfach nicht. Mhm. Sie ziehen sich in sich selber zurück, wie in ein Schneckenhaus, also ob sie so eine Mauer um sich selber aufbauen und ihnen gelingt es einfach nicht, aus dieser Mauer da rauszukommen. Ist es so bei euch, dass wenn jemand überhaupt ein bisschen Kontakt zu ihm hat, dann bist du's? Dann bin ich das. Ja. Ich bin die absolute Hauptbezugsperson. Mein Sohn wird jetzt seit 2 Jahren in einer Einzelbetreuung gefördert, eine 1-zu-1-Betreuung. Er hat eine Lehrerin für sich alleine und dann noch eine Mitarbeiterin von der Lebenshilfe, die ihn betreut. Ja. Er hat einen eigenen Klassenraum, weil er, also es ist kaum noch möglich gewesen, ihn mit den anderen Kindern zusammenzubringen. Er kann auch nicht sprechen. Er ist harn- und stuhlinkontinent. Er konnte auch nicht laufen, er ist nur auf Zehenspitzen gelaufen. Also die haben dann Angst, den Fußboden zu berühren. Und er hatte dann eine Verkürzung. Also das heißt, er konnte schon laufen, aber aus Sorge den Fußboden? Ja, und dann ging das los. Also ungefähr im Alter von einem Jahr habe ich dann gemerkt, auf einmal, er stellt sich auf die Zehenspitzen. Er konnte auch vorher schon etwas sprechen und die Sprache war dann weg. Mhm. Er hatte bis zu einem Jahr auch alles schon gegessen, Wiener Würste, Brötchen. Das war dann nicht mehr machbar. Er hat permanent erbrochen. Die empfinden dann oftmals das Essen eben als Fremdkörper und die verstehen jetzt nicht, dass sie das benutzen müssen, damit der Hunger weggeht. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Man muss dann Ess- und Trinktherapien auch machen. Er hat dann jahrelang nur Grießbrei gegessen und es war ihm einfach nicht möglich, jetzt zum Beispiel ein anderes Essen, ich sage jetzt mal Gänsebraten und Klöße, einfach zu akzeptieren als Essen halt. Und das ist dann schon ziemlich grausam, die Ess- und Trinktherapie. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, die Trinktherapie, ich habe abgewartet, bis der Sommer kam, es richtig heiß wurde draußen und habe ihnen halt das Trinken, also er hat Milch getrunken, jahrelang nur Milch. Und das ist ja eigentlich gar kein richtiges Getränk, das ist ja ein Nahrungsmittel. Ja, und dann, dass er eben vor lauter Durst eben dann doch im Endeffekt meinetwegen Tee getrunken hat. Und so habe ich das jetzt erreicht. Und jetzt bin ich eben dabei, eben verschiedene Teesorten ihnen anzubieten. Ja, und ich bin mit all diesen Sachen alleine. Und mein Sohn ist jetzt 11 Jahre alt und er wird jetzt in einigen Monaten 12 und er rutscht jetzt so langsam aber sicher in die Pubertät hinein. Ja. Und das Problem bei diesen frühkindlichen autistischen Kindern ist eben, dass sie extrem aggressiv und gewalttätig auch werden können. Die zeigen Eigenaggression und auch Fremdaggression. Er bekommt starke Psychopharmaka. Und jetzt es gibt nochmal zur Erklärung, du lebst nicht mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein, es gibt nicht auch, mehr. Auch sonst keine nicht weiteren? Mehr. Also wir leben jetzt seit 6 Jahren getrennt. Und es gibt keine weiteren Kinder? Doch, ich habe noch 3 große Kinder, die aus der ersten Ehe stammen. Mein erster Mann hatte mich verlassen wegen einer anderen Frau. Das musste ich dann akzeptieren. Aber als er dann mitbekommen hat, ich habe jetzt auch wieder einen neuen Partner kennengelernt, na, das ging ja gar nicht halt. Ja. Und er fing dann ab diesem Augenblick an, die Kinder aus der ersten Ehe so richtig gegen meinen Mann aufzuhetzen, zu bearbeiten und dann auch später gegen das neugeborene Kind. Ja. Und mittlerweile haben wir da gar keinen Kontakt mehr. Ich kann da hinschreiben oder versuchen zu telefonieren, wie ich lustig bin. Also die wollen keinen Kontakt zu mir und dem behinderten Kind. Bist du von dem Vater des behinderten Kindes getrennt wegen der Behinderung? Ich bin mittlerweile getrennt. Der Vater meines behinderten Kindes stammt ursprünglich aus Afghanistan. Er hat hier in Deutschland Medizin studiert. Er hat ganz schwere Kriegserlebnisse hinter sich und hat das nicht verarbeiten können. Und dann hier in Deutschland hat er auch sehr schwere Erlebnisse hinter sich. Er ist zum Beispiel von
eines Abends von 12 Skinheads, von 12 Neonazis, Entschuldigung, überfallen worden in einer Sparkasse. Er wollte sich eben Geld abheben. Er hat 12 Messerstiche abbekommen und einen Streifschuss an den Kopf. Und das hat ihn so derartig aus der Bahn geworfen, dass er dann angefangen hat zu trinken. Ja. Und ich habe ihn geheiratet und er war damals schon alkoholkrank. Und ich habe das nicht gewusst. Mhm. Tja, nun. Wie ist der Kontakt heute zu dem Mann? Ja, er ruft regelmäßig an. Lebt er noch in Deutschland? Er lebt in Deutschland, in Hamburg, hat aber keine deutsche Staatsbürgerschaft. Also er hat nur immer eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Das heißt also, von der Seite kannst du gar keine Hilfe erwarten, weil der Mann genügend Probleme selbst hat. Ja, du stehst ganz alleine mit diesem großen Problem. Ja, jetzt habe ich nämlich ein ganz großes Problem und das ist eigentlich das Thema heute. Mhm. Ich weiß ja, dass man irgendwann ein behindertes Kind, weil man ja auch älter wird und das auch oftmals körperlich nicht schafft und auch nervlich auch zum Teil, irgendwann mal loslassen muss und muss es doch ins Heim, ins betreute Wohnen geben. Ja, ja. Das wusste ich ja. Ja. Aber dass es so schnell auf mich zukommt, dass das jetzt so schnell zum Thema für mich persönlich wird, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt benimmt mein Sohn eben sich in der Schule total daneben. Er ist aggressiv, er lässt kaum noch jemanden an sich ran. Und die haben mir eben ganz dringend geraten, doch mich jetzt ernsthaft mal damit zu beschäftigen, dass er doch jetzt in ein Heim gehen müsse. Das heißt, du stehst jetzt vor dem großen Problem, vor der großen Frage, kann ich das, will ich das? Ich will es überhaupt nicht. Er ist ja nicht nur das einzigste Kind, was ich noch habe. Er ist der einzigste Mensch, den ich habe. Wir werden gesellschaftlich ausgegrenzt. Die Leute grüßen mich zwar, aber nur schnell dann weg. Ja, nichts weiter mit ihr zu tun haben wollen. Mhm. Die hat ja ein behindertes Kind. Nicht, dass wir dann irgendwie noch der irgendwie. Also er, auch er, das heißt, also er ist auch deine wichtigste Bezugsperson. Für mich ja. Für dich. Ich habe niemanden. Ich habe gar niemanden. Das heißt natürlich, bei dieser Fragestellung ist natürlich jetzt ganz wichtig, was ist das Beste für den Jungen? Das ist das Allerwichtigste, was das Beste für den Jungen ist. Und da darf ich eben nicht an mich selber denken und eigentlich rumjammern, aber ich jammer für mich selber im stillen Kämmerlein schon rum. Sagen denn die Fachleute, dass das das Beste für den Jungen wäre? Ja, ich kann da reden, mit wem ich will. Alle sagen genau das Gleiche, weil er dann eben, weil sich dann eingefahrene Strukturen bilden bei den Autisten und das kriegt man dann nicht mehr glatt gebügelt halt. Aha, das heißt also, das Beste ist in einer permanenten Betreuung in einem Heim oder? Ja, aber ich stehe jetzt vor der Entscheidung, in welches Heim nehme ich denn? Es gibt bestimmte Sachen, woran man erkennen kann, dass es ein gutes Heim ist oder dass es ein schlechteres Heim oder die haben Erfahrung, da passt er gut rein, da eben nicht. Mhm. Und ich komme mir momentan vor, als ob ich in einem ganz großen Ozean treibe. Ich werde von allen Seiten du bist ganz hilflos in der Entscheidung. Du bist ganz hilflos in der Fragestellung, wohin gebe ich das Kind? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist doch eine Entscheidung, die das ganze Leben dann meines Sohnes betrifft. Entscheide ich mich jetzt falsch? Er ist doch der Leidtragende. Okay, aber du bist schon so weit, dass du sagst, wenn es mir auch schwer fällt, ich bin bereit, ihn in ein Heim zu geben. Ja, das schon. Spezialisten an der Hand, der Sonderschullehrer ist. Der hat auch seinen Doktor in Philosophie und er hat sich spezialisiert auf autistische Kinder und er hat echt Ahnung. Und der sagt das. Ja, aber alle anderen eben auch. Ein bisschen langsam, Angela. Ja, gerne. Das heißt, wenn du da schon so Spezialisten an deiner Seite hast, dann können die das doch eigentlich auch ganz gut beurteilen, wo ein guter, entsprechender, für ihn guten Platz zu finden ist. Ja, dieser Herr Doktor, der hat mir eben dann ein nahegelegenes Heim eben genannt. Hm. Ich habe dort auch mit der Heimleiterin gesprochen und ich habe auch mit diesem Herrn Doktor eben ausgemacht, dass wenn das Kind dort übergeben wird, dass ich erstmal die erste Zeit jeden Tag dort sein muss, weil mein Sohn kennt mich seit 11. Hm. Aber das ist doch schon mal ein ganz guter nee, Plan. Eben nicht. Ich habe dann mit der Heimleiterin gesprochen und sie fing dann sofort an, also das hat es jetzt bei uns überhaupt noch nicht gegeben, dass dann hier die Eltern jeden Tag kommen. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, ich möchte ihn dann auch öfters mal abholen, weil er ist gewöhnt, dass ich sehr viel mit ihm unternehme. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, was bei dieser schweren psychischen Erkrankung gut für sein Kind ist. Ja, das ist eben so. Also ich bin die Hauptbezugsperson, ich unternehme viel mit ihm. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen auf einmal verboten kriege, meinen Sohn jeden Tag sehen zu dürfen, so wie es gewohnt ist, mein
Sohn reagiert so, dass er dann das Essen, das Trinken verweigert. Mhm. Ich habe mehrfach schon die Situation erlebt. Er legt sich dann echt zum Sterben hin. Ja. Es geht dann wirklich um Leben und Tod. Also Angela, es geht ja jetzt nicht mehr um die Frage, soll ich es oder soll ich es nicht? Die Frage ist ja entschieden, so habe ich das verstanden, sondern es ist nur die Frage, wohin und was ist das Beste für den Jungen, welches Heim ist das Beste? Ja, so, und meine Frage an dich war eben noch, also ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann. Ob es jemanden gibt, der einen dann begleitet auf diesen Weg dahin, der mir vielleicht sagen Angela, kann. Das werden wir erstmal im Hintergrund klären. Ich habe ja eine Fachfrau, wie du weißt, hier immer im Hintergrund, einen Diplompsychologen. Das klären wir erstmal in Ruhe im Hintergrund, wie du das am besten anstellst. Dass du es machen musst, wissen wir, ist klar. Wie es gemacht wird, gucken wir jetzt mal im Hintergrund. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen. Gut. Alles Gute wünsche ich dir. Sehr gerne, Angela. Und ich wünsche noch alles Gute für deine weiteren Sendungen. Dankeschön, dir und deinem Sohn auch alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Das können wir gebrauchen. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja wieder Themennacht. Das ist die nächste Woche, ist dann auch die letzte Woche in diesem Jahr. Dann danach gehen wir in unsere Weihnachtspause. Aber nächste Woche sind wir ganz normal jeden Tag wieder hier. Und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Waffen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine Waffe besitzen und mit Leuten, die durch eine Waffe schon bedroht oder verletzt wurden oder die sich mit einer Waffe haben verteidigen müssen. Und unter Waffe kann man verstehen, eine Pistole, ein Messer, ein Schlagring, Baseballschläger, Pfefferspray, eine ganze Menge. Also wenn ihr euch gerne mit mir zum Thema Waffen unterhalten wollt, nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, dann mailt uns am besten schon unter domian@wdr.de. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich auf die Ilse und die ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ilse, um was geht's bei dir? Ja, ich freue mich, dass ich einmal da durchkomme. Ich rufe aus Österreich an. Ja, sehr schön. Das freut mich. Und dann möchte ich gleich einmal eines vorwegnehmen, liebe Twitter-Gemeinschaft. Ihr seid oft etwas gemein. Seid einmal nicht so gemein. Aha, das war eine Maßregelung an die Twitter-Leute. Ja, genau. Nun gut. Ich verfolge auch die Tweets, ja. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um das, dass meine liebe Freundin jetzt, also gestern um 16.50 Uhr verstorben ist. Deine beste Freundin? Eine beste Freundin, nach schwerer, langer Krankheit. Ja. Wir kannten uns 16 Jahre, hatten dann 2 Jahre keinen Kontakt. Und vor einem Jahr habe ich sie wieder gesehen im Krankenhaus und war also sehr weg. Das war ein Häufchen Elend. Warum hattet ihr keinen Kontakt mehr? Sie wollte das nicht, sie hat ein neues Leben angefangen. Mhm. Obwohl ihr so enge Freundin wart. Ja, ist so. Komisch. Ich habe dann erfahren, dass sie... Bitte? Komisch finde ich das. Wenn man enge Freunde ist, dann muss es doch irgendeinen Grund geben, weswegen man den Kontakt dann völlig abbricht. Na, sie wollte ein vollkommen neues Leben mit einem neuen Partner anfangen und einfach zur Vergangenheit keinen Kontakt mehr haben. War denn eure Vergangenheit belastet? Eigentlich nicht, nein. Ich habe versucht, immer wieder mit ihr in Kontakt zu treten. Habe SMS geschickt, Mails geschickt, angerufen, es kam nichts, okay? Dann ist das für mich erledigt. Wäre ich irritiert und auch ein bisschen sauer, wenn mir sowas passieren würde. Wenn mein bester Freund plötzlich sagt, ich will mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben, ich fange ein neues Leben an und trenne mich in Anführungszeichen von dir, würde ich dastehen und denken, ja, was ist denn jetzt los? Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ich kann sie ja nicht vergewaltigen, Kontakt zu haben. Und sie hat es dir nie erklärt, was es mit dir zu tun hat? Nein, überhaupt nicht, nein. Was ist denn deine Theorie? Ich habe da keine Theorie dazu. Sie ist, wie soll ich sagen, sie ist gestern verstorben, sie war einfach manches Mal nicht durchschaubar, sie war... sehr erdig, sie hat sich halt, so wie es war es in Ordnung und morgen war es halt wieder anders. Aber immerhin seid ihr so fast 14 Jahre dann miteinander umgegangen. Nein, das sind wir gut umgegangen, wirklich sehr. Ich sag ja, eben, würde ich ja sagen, so habt ihr euch arrangiert in all der Zeit. Ich habe keine Antwort von ihr erfahren. Hm.
So, und dann hat sie also plötzlich die Freundschaft beendet, warum auch immer? Ja, das war beendet. Und dann habe ich nach 3 Jahren erfahren, dass sie schwer krank ist, habe sie im Krankenhaus besucht und war eigentlich von den Socken. Ich habe da gesehen, eine Frau, also sie war sehr klein, sie war nicht einmal 1,65 groß. Hm. Hast du sie übrigens ganz Eigeninitiativ von dir aus besucht? Nein, sie hat über Freunde eine SMS geschickt, ich habe einen Luftröhrenschnitt, mir geht es nicht gut. Also und das habe ich dann erfahren. Und sie ist im Krankenhaus, also gegenüber, wo ich arbeite in einem Pflegeheim, in dem Krankenhaus gegenüber ist sie gelegen, habe ich gedacht, okay, ich gehe dorthin. Nur zum Verständnis. Diese SMS hat sie aber nicht dir zukommen lassen. Nein, mir nicht. Also bist du einfach... Ganz entfernten Freund. Okay, das heißt, du bist hingegangen, ohne das vorher mit ihr abgeklärt zu haben. Ja, ich bin einfach hingegangen. Okay, so und dann, wie war es dann? Es war ganz furchtbar. Es ist dort gelegen, eine Frau mit vielleicht 35 Kilo, die 1,65 groß ist, wo man kein Gesicht mehr erkannt hat, wo die Zunge rausgehangen ist mit einem Luftröhrenschnitt und mit einer Becksonde. Welche Erkrankung hatte sie? Das ist ziemlich schwierig zu sagen. Es war Mandelkrebs am Anfang. Mandelkrebs? Ja. Das habe ich auch nie gehört. Ja, gibt es. Also wir sprechen von den Mandeln im Hals. Von den Mandeln, ja. Ach. Also es war ein ganz geschwollener Hals, ganz groß, alles geschwollen. Hm. Die Zunge ist aus dem Mund circa 7 Zentimeter geschwollen rausgehangen. Hm. Sie hat sich nicht mehr verbal artikulieren können. Sie hat nur schreiben können. Wie hat sie denn darauf reagiert, als sie dich dann gesehen hat? Sie hat sich gefreut. Ah ja. Wir haben uns in die Arme genommen und sie hat sich gefreut. Hast du sie denn jetzt dann die letzte Zeit ihres Lebens dann wieder begleitet? Ja, habe ich sie in dem Sinne, indem ich arbeite in einem Pflegeheim, wo ein Hospiz dabei ist und habe ihr angeboten im Frühjahr dieses Jahres, weil sie nicht wusste, wo sie hingehen sollte, dass sie ins Hospiz zu uns geht. Und da habe ich sie natürlich begleitet. Das hat sie dann auch gemacht? Ja, sie ist dorthin gegangen. Ich habe mich gewundert, dass sie überhaupt dort geblieben ist. Und da ist sie auch gestorben? Ja, sie ist also gestern um 16.50 Uhr dort gestorben. Ja. Habt ihr denn, ich meine, sie konnte nicht mehr sprechen, wie du sagst, aber sie konnte sich ja irgendwie noch mitteilen. Sie konnte am Schluss auch nichts mehr hören. Und sie konnte auch nicht mehr schreiben, so schwach war sie. Sie hatte 25 Kilo. Das heißt, dieses Geheimnis, warum sie damals mit dir keinen Kontakt haben wollte, ist auch jetzt ganz zum Schluss nicht mehr geklärt worden? Nein, das ist nicht geklärt worden, das stört mich aber nicht. Ich fühle mich trotzdem mit ihr verbunden und ich habe sie dann heute eben gesehen. Sie ist dort gelegen, eben verstorben und es ist ja nicht, also meine erste Verstorbene in dem Sinn, weil auf meiner Station, wo ich arbeite, weil ich ja in einem Pflegeheim arbeite, ist es einfach normal, dass Leute versterben, aber halt, dass so intime Angehörige versterben, ist eher selten. Du warst aber nicht dabei, als sie gestorben ist? Nein, das war ich nicht. Aber es war so kurios, wie ich es erfahren habe, ja, weil ein lieber Bekannter, also ein Freund, ein gemeinsamer Freund hat sie regelmäßig besucht und ich habe jetzt seit Wochen das Handy Tag und Nacht aufgedreht, weil wir sekündlich, minütlich damit gerechnet haben, dass sie verstirbt, weil sie eben auch Blutungen gehabt hat und auch die Blutungen sehr gefährlich waren. Und somit habe ich gesagt, ja, weil er die Bezugsperson war, die Ansprechperson, wenn was passiert, rufen Sie ihn an. Und ich habe das aber heute als erst erfahren, weil das war nämlich so, ich war im Dienst und diese Station ist daneben, ja. Und die rufen an und sagen, können Sie bitte, um 17 Uhr gibt es das Abendessen und haben 10 Minuten vor 17 Uhr angerufen, können Sie bitte das Abendessen für uns mitnehmen, eure Station, weil wir haben eben einen Sterbefall, sage ich. Und ich habe gerade das Telefon gehabt und sage, nein, kein Problem. Und 30 Sekunden später rufen sie an, Ilse, warst du das? Sage ich, ja, es ist gerade deine Freundin verstorben. Ja. So, jetzt hast du sie heute aber gesehen nochmal. Ich habe sie dann gesehen, ja, ich war sie besuchen. Ich habe dann noch gesagt, habt ihr sie schon, also, wie soll man sagen, hergerichtet, weil ich weiß ja, dass in
die werden hergerichtet, nein. Mhm. Und ich habe noch Dienst gehabt, ich habe selber noch meine Bewohner und so. Wie war das für dich, als du sie dann gesehen hast? Wunderschön. Mhm. Wie geht es dir heute? Und es geht mir urgut. Es geht dir urgut? Ich habe mich verabschieden können, die ganze Zeit. Ich habe ja immer zu ihr können, mhm. Und es war so wunderschön. Sie ist erlöst dort gelegen mit der Musik, die sie geliebt hat, ja. Mit den Kerzen und allen, und ihr Freund war dort. Und wie alt ist sie geworden? 47. Das heißt, du sagst, mir geht es urgut, weil das alles, also wenn es auch sehr traurig ist, aber letztendlich einen guten Abschluss gefunden hat, in dem Sinn, dass sie eine Erlösung jetzt hatte und dass die Endphase für sie gut. Ja, sie hat gehen können, endlich gehen können. Ja. Sie ist erlöst dort gelegen, wunderschön, obwohl, also durch die Krankheit, man hat ja die Krankheit gesehen, aber die Krankheit war, wie sie gelebt hat, viel schlimmer als jetzt, wo sie verstorben ist. Sie hat es geschafft, sie ist auf ihrem Weg, sie ist dort, wo sie hingehört, sie hat es geschafft und steht das ja noch bevor. Also man kann dann eine andere Einstellung dazu, ja. Man kann dann ja sagen, dass eure Freundschaft somit dann auch ein, wenn auch trauriges, aber gutes Ende genommen hat, dass ihr nochmal zusammengekommen seid und dass du nochmal was für sie tun konntest. Mein Sinn bei dieser Freundschaft, glaube ich, ist darin bestanden, dass ich sie da hergeholt habe in unser Haus, diese Abteilung, in dieses Hospiz. Und du ihr noch viel Gutes tun konntest. Ja, und ihr dies ermöglicht habe, dort zu leben und dort wegzugehen aus dieser Welt. Verstehe. Ilse, vielen Dank für deinen Anruf. Und ich bin froh, dass du das so gelassen sehen kannst. Es ist immer traurig, wenn man einen Menschen verliert, aber wenn du es so sehen kannst, ist es ja sehr gut. Nein, ich bin ja nicht nur traurig, dass ich ihn verliere, diesen Menschen. Ja. Ich bin auch stolz darauf, diesen Menschen, diese Frau, ein Stück meines Weges und unseres Weges begleiten habe zu dürfen. Finde ich eine sehr gute Einstellung. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Ilse, und schöne Grüße ins schöne Österreich von hier aus. Und dir noch viele schöne Sendungen, und ich freue mich immer, dich zu hören oder dich zu sehen. Das ist sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. 1.43 Uhr haben wir, und hier ist Tanja. Tanja ist 42. Guten Morgen, Tanja. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, Tanja. Ich muss mich erstmal für meine Stimme entschuldigen. Du bist krank ein bisschen? Ja, ich bin sehr heiser und ein bisschen erkältet. Ja, aber man kann dich gut verstehen, und das ist kein Problem. Das ist schön. Ich habe mich schon vorhin, ich habe schon Angst gehabt. Nein, nein, alles im grünen Bereich. Um was geht's denn, Tanja? Ja, ich bin auch total nervös. Also ich hatte schon Herzrasen gerade wieder. Ja, wenn ich immer über meine Probleme reden muss, kriege ich Herzrasen. Okay. Mhm. Ja, es geht eigentlich darum, dass ich totale Probleme habe mit meinen Eltern. Ja, warum? Also meine Eltern haben mich nicht mehr lieb, sage ich mal so. Wie alt sind deine Eltern? Also mein Vater, der ist jetzt 66, meine Mutter ist 64. Und die haben dich nicht mehr lieb, plötzlich? Nein, schon seit 6 oder 7 Jahren nicht mehr. Warum nicht? Ja, wir hatten so einige Probleme früher zu Hause. Und also meine Mutter hatte Bulimie und Kleptomanie. Mhm. Und mein Papa, der war sexsüchtig. Mhm. Und alkoholsüchtig, also beide. War denn das Verhältnis bis vor 6 Jahren, war das denn zwischen dir und deinen Eltern gut? Ja, mit meiner Mama schon. Aber ich habe sie dann verurteilt. Da ist sie dann ganz weggelaufen von mir. Also, warum hast du sie verurteilt? In welcher Beziehung? Ja, ich habe sie verurteilt dafür, dass sie mir damals einfach nicht geholfen hat. Was war denn damals? Ja, mein Vater, der hat mich immer sexuell belästigt. Mhm. Ganz oft und viel. Seit ich 7 Jahre alt bin, wahrscheinlich auch noch eher, nur seit 7 weiß ich das erst. Mhm. Und ging bis zu welchem Lebensjahr? Ja, ab 7. Also ich weiß, ab 7 Jahren. Ja, und das ging bis zu welchem Lebensjahr? 16. Sexuell belästigt ging es
bis zu... Nein. So weit ging es nicht. Was hat er gemacht? Ja, immer nur begrapscht und immer nur befummelt. Dich? Ja, ja. Und musstest du ihn auch in irgendeiner Weise... Nein, gar nicht. Das nicht? Aber es war ganz eindeutig, dass das eine sexuelle Belästigung für dich darstellte und war. Das war eindeutig für dich, ist eindeutig für dich. Ja, heutzutage, ja, klar. Nur damals habe ich das nicht geschnallt, irgendwie. Ich habe damals einfach nur gedacht, er liebt mich. Ja. Weil meine Mutter mich nicht geliebt hat, weil meine Mutter krank war. Ja. Und ich habe mich dann so an ihm gehangen. Ja. Und du hast ja jetzt vor 6 Jahren, hast du sie kritisiert quasi, dass sie nicht wirklich zu dir gestanden hat und nicht für dich da war. Genau, ich habe sie dann kritisiert und dann seitdem ist Feierabend. Und sie ist ja meine richtige Mama, also er ist ja mein Stiefvater. Ach so. Wo ist dein leiblicher Vater? Der wohnt in Coesfeld, kurz vor Holland. Da lebt auch mein Bruder, also hatte damals gelebt, jetzt lebt mein Bruder alleine. Also du hast keinen engen Kontakt zum leiblichen Vater? Nein, ich habe Kontakt aufgenommen, da war ich 18 Jahre alt, habe dann zu meinem Papa Kontakt aufgenommen. Und der hat mich auch, der war auch ganz stolz, wo er mich gesehen hat und so. Und danach ist es aber irgendwie wieder ein bisschen, ist klar, weil ich nicht groß geworden bin mit ihm. Also ich war damals 2 Jahre alt. Wo mein Papa mich verlassen hat, also mein richtiger. So, jetzt ist dein Thema, wie du gerade gesagt hast, meine Eltern haben mich nicht mehr lieb seit 6 Jahren. Ja, das zweite Thema ist, ich bin seitdem total impotent, sag ich mal auf Deutsch gesagt. Seit 6 Jahren? Ach, schon immer. Schon immer? Ja. Bedingt durch diese sexuelle Belästigung oder durch die ganzen kaputten Verhältnisse letztendlich? Ja, beides. Also, impotent heißt, du hast keine Lust auf Sexualität? Nein, absolut nicht. Bist du denn in einer Beziehung? Ja, ich bin verheiratet. Ach so, du bist verheiratet. Wie lange schon? Ja, 7 Jahre. Und dann läuft da nicht viel zwischen dir und deinem Mann? Nee, gar nichts. Gar nichts? Nein. Seit wann ja, jetzt? Außer dass ich ihm das, ich sag das jetzt mal ganz ehrlich, ist mir jetzt auch egal, dass ich ihm das mache, so. Aber mit der Hand und so, aber ich lege mich da nicht hin und das habe ich auch schon gemacht, klar, ist mein Mann. Aber du empfindest nichts und du hast überhaupt kein Bedürfnis dazu. Nein, absolut nicht. Du könntest da vollkommen drauf verzichten. Ja, total. Und also ich könnte am liebsten ein Leben ohne da, ich möchte am liebsten ein Leben nur mit Kuscheln verbringen. Das heißt, du hast auch noch nie in deinem Leben wirklich Sexualität genießen können. Doch. Mit meinem ersten Ehemann. Da ging das? Ja, da ging das. Wie erklärst du dir das, dass es da ging und jetzt mit dem jetzigen nicht geht? Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht erklären. Also ich habe auch schon 2 Therapien hinter mir. Und dabei ist auch nichts rausgekommen? Nein, also weil ich mal geflüchtet bin. Bitte? Weil du geflüchtet bist? Ach so. Ja. Du hast sie abgebrochen. Ja klar, andauernd. Naja, so klar ist mir also das nicht. Sobald ich ins Detail ging, bin ich geflüchtet. Was natürlich ein Fehler war. Ne? Für mich ist es kein Fehler, Domian. Sag ich dir ganz ehrlich, für mich ist es kein Fehler. Ja, also nicht mehr. Aber du bist ja unglücklich. Und du bist ja nicht zufrieden mit dir. Also dich betrübt ja etwas. Doch schon. Ich hätte gerne einen Mann, der das gar nicht braucht. Dann wäre ich glücklich. Ja, schon. Aber das ist ja komplexer. Es geht ja, glaube ich, nicht nur um die Sache der Sexualität, sondern zum Beispiel auch deine Situation, deine Beziehung zu deinen Eltern. Also, da kann ich ja jetzt aber auch nicht mehr viel dran machen. Ich habe alles versucht immer. Will man denn überhaupt von einem Mann, der dann sich so als Vater in Anführungszeichen früher verhalten hat, will man von dem überhaupt noch geliebt werden? Du sagst, meine Eltern haben mich nicht mehr lieb. Ja, ich würde gerne nochmal von meinem Vater geliebt werden. Also im platonischen Sinne meinst du jetzt? Ja, im platonischen Sinne, ja. Und du nimmst ihm das nicht übel, was er damals gemacht hat? Doch. Und warum willst du dann von ihm geliebt werden? Hat man da nicht Zorn auf den? Beides. Das
das ist, also das ist, das kann man nicht erklären. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn er mich mal besuchen würde oder irgendwie, das hat mich nicht, er hasst mich auf einmal und ich finde das total. Du hast dich mit ihm aber nie ausgesprochen. Doch, einmal. Und wie steht er zu der Vergangenheit? Ja, ganz einfach. Er hätte mir nur am Arsch gepackt und ich hätte, er hätte nichts gemacht. Mhm. Und ich hätte sowas in die Welt gesetzt, dass ich ihn vergewaltigt hätte, dass er mich vergewaltigt hätte. Also er streitet es ab oder er redet das klein? Er streitet total ab, ja klar. Verstehe. Total. Und die Mutter ist komplett auf Distanz im Moment. Im Moment ist gut. Im Moment ist gut, seit 6 Jahren. Ja, komplett seit 6 Jahren. Aber die war auch schon damals auf Distanz, wo ich ganz klein war. Mhm. Sie war sehr eifersüchtig. Du bist 7 Jahre verheiratet und ich hatte es gerade schon mal so gefragt, seit 7 Jahren funktioniert das im Bett letztendlich überhaupt nicht mit euch beiden? Nein. Nein. Das hat eigentlich noch nie richtig funktioniert. Das heißt, es muss auch permanent Spannung geben zwischen dir und deinem Mann. Ja, natürlich. Wie ist denn die Stimmung bei euch zu Hause? Also jetzt die letzten Jahre, sag ich mal, ist mir alles in dem Sinne egal geworden. Also. Ja, streitet ihr viel? Nein, gar nicht mehr. Mhm. Gar nicht mehr. Das ist, aber du bist auch nicht froh in der Beziehung. Ach, überhaupt nicht, nein. Bitte? Aber in der anderen auch nicht. Aber weißt du, Tanja, was du alles so sagst, das schreit für mich förmlich danach, dass du in gute therapeutische Hände musst. Ja, da war ich doch schon zweimal. Ich habe da keinen Bock mehr zu. Ja gut, aber du rufst mich ja auch an. Du hast bestimmt nicht erwartet. Weil ich mal einen neutralen Menschen einmal hören möchte. Wenn ich das meinem Mann alles erkläre, dann sagt er immer, ja, du erzählst mir immer dasselbe. Mhm. Wenn ich einen neuen Mann kennenlerne, der wacht noch nach einem halben Jahr, ja, du erzählst mir immer dasselbe. Aber die machen es alle nicht besser. Mhm. Die sind alle nur scheiße, Entschuldigung, dass ich das sage. Alle nur, weiß ich nicht, kloppen auf mich rum, weiß ich nicht. Ich habe Borderline-Syndrom, ich habe eine Persönlichkeitsstörung. Ja, deswegen sage ich ja, du klingst ja auch wie jemand, der sehr traurig ist und sehr seelisch ziemlich fertig ist. Ich möchte einfach jemanden kennenlernen, der normal ist. Tanja. Ich kann das gut verstehen, dass du dich auch so bedrängt fühlst von allen Seiten. Und, ja, natürlich. Ja. Mein Mann, der hat mir damals versprochen, er ist ja lieb zu mir. Nein, das kann er nicht. Mhm. Er kann es nicht, er kennt auf mich. Mhm. Ja. Aber glaub mir wirklich, dass mir geht es jetzt nur darum, dass du dich, egal jetzt, klammern wir mal Mann. Nee, lass mich mal sagen, wir klammern mal Mann und Eltern und alles aus. Mir geht es ja nur darum, dass du dich. Lass mich mal sagen. Dass du dich besser fühlst und dass du stabiler bist. Ich werde nicht besser. Ich bleib so. Ich weiß das. Ja, wenn du das so sagst, dann heißt das, ich will und kann keine Hilfe annehmen. Ich habe doch schon 2 Langzeiten hinter mir. Aber das ist doch kein Grund, das nicht nochmal zu versuchen. Nochmal? Wie oft denn noch? Wenn man zweimal gescheitert ist, muss man das dritte Mal versuchen, wenn es einem nicht geht. Ja, aber das ist so hart, immer da. Das glaube ich. Tanja, wir rufen dich jetzt nochmal zurück. Du bist jetzt sehr traurig und sehr, sehr aufgeregt gerade auch, das merke ich. Das ist gar nicht gut. Das müssen wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit weiter hier besprechen. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich an und klären die verschiedenen Details doch mal im Hintergrund noch, was es für Perspektiven gibt, okay? Gut. Also ich glaube, es gibt für mich keine. Ich glaube schon. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir dir ein paar gute Ratschläge noch geben können. Dafür bitte ich dich aber jetzt aufzulegen und wir melden uns sofort dann wieder bei dir. Okay. Ja, liebe Tanja, alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, hier ist Cordula, 20 Jahre alt. Guten Morgen, Cordula. Hallo. Cordula, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass vor knapp 4 Wochen mein Sohn gestorben ist. Ach du lieber Gott, was ist denn passiert? Wie alt ist das Kind geworden?
Der ist nur 2 Stunden alt geworden. 2 Stunden nur? Ja. Und? Ich hatte einen vorläufigen Blasensprung gehabt und hab's nur 4 Wochen ausgehalten. Dann haben die Wehen eingesetzt und es musste notkaiserschnitt gemacht werden. Mhm. Das heißt, der Junge ist auf die Welt gekommen in der wievielten Woche? In der 23. Woche plus 5. Also 17 Wochen zu früh. Ja. Und woran ist er dann gestorben nach 2 Stunden? Weil er zu, war einfach zu schwach. Zu schwach, zu unterentwickelt. Zu unterentwickelt würde ich nicht sagen, aber das Herz war zu schwach. Also er hatte trotz Adrenalinspritzen konnte er das alles nicht aufbauen. Mhm. Vor 4 Wochen gestorben? Genau, also am 11.11. Ah ja. Mhm. Und wie geht es dir heute? Naja, nicht so gut. Mhm. Aber lebst du denn mit dem Vater des Kindes zusammen? Ja. Ja, das heißt, kriegst du da eine Hilfe von deinem Freund oder Mann? Ja, natürlich bekomme ich da Hilfe. Das ist schon, ja, es könnte ja sein, dass er auch irgendwie so geschockt ist und dir gar nicht zur Seite stehen kann, aber das ist nicht so. Nee, klar, wir sind zwar beide geschockt, aber wir reden auch viel miteinander. Mhm. Oder dann, wenn es geht. Warst du dann dabei, als der Kleine gestorben ist? Wir waren beide dabei. Ja. Ja, er lag in meinem Arm. Er lag in deinem Arm. Mhm. Gab es dann eine richtige, ordentliche Bestattung? Die war jetzt erst am Mittwoch gewesen. Hm. Wie war das? Schlimm. Erzähl mal, wie ist das abgelaufen? Also, wir haben ihn ja verbrennen lassen. Mhm. Und wir sind dann, also wir haben uns vor der Trauerhalle getroffen, haben dann die Urne gesehen, sind zum Grab gelaufen. Und da wurde er dann abgesenkt mit dem Sternenkranz, den wir dann anfertigen lassen haben. Mhm. Dann wurde noch eine Predigt gehalten vom Priester. Mhm. Ja. Ich gehe mir davon aus, dass das dein erstes Kind war. Nein, das war mein zweiter. Ach so, du hast schon ein Kind. Wie alt ist das andere Kind? Der wird in 4 Monaten 3 Jahre alt. Ja. Das heißt, er kriegt das noch nicht so richtig mit und... Nee, also... Der bekommt das noch gar nicht. Da kann man noch sagen, Gott sei Dank hat das nicht so mitbekommen. Ja. Mhm, mh. Als der Kleine dann nach den 2 Stunden gestorben ist, hast du da so gedacht, dass so ein Gefühl gehabt, jetzt bricht die Welt zusammen? Oder war das schon so ein bisschen, hab so eine Ahnung gehabt, dass das vielleicht nicht schafft? Also ich wusste, dass es schief gehen kann, aber wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass er stirbt. Aufgrund dessen, da mein erstes Kind auch schon 17 Wochen zu früh kam. Ach so. Da war natürlich eine Hoffnung genau. Da. Mhm. Genau. Ach Cordula, das tut mir aber wirklich für euch sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. Und es steht Weihnachten vor der Tür, dann ist es alles besonders emotionaler noch, wenn man dann einen Todesfall hinter sich hat. Du hast meine Musik im Hintergrund. Das heißt, diese Sendung ist gleich rum, aber ich bitte dich auch aufzulegen und wir werden uns gleich nochmal bei dir melden. Okay, danke. Bis gleich, Cordula. Tschüss. Ja, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik Tobias Linke. Wir sind Montag wieder da mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer anrufen ab 0 Uhr oder uns auch mailen unter domian@wdr.de und um 1 melden wir uns dann Radio 1 Live und für der Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine gute Nacht. Tschüss.